Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin jetzt gerade mal wieder in Pixelgun 3D reingegangen und ohne Scheiß, ich habe mir gerade das neue Update runtergeladen und es ist einfach so exzellent gut. Aber ich habe es wirklich noch nicht gespielt. Ich bin jetzt zum ersten Mal seit dem neuen Update wieder bei Pixelgun 3D drin und irgendwie geht die Musik nicht an. Aber das werden wir dann gleich beheben. Spätestens wenn wir in der Lobby sind, wird sowieso die Musik angehen. Und okay, also das lädt auf jeden Fall ziemlich langsam. Aber ich denke mal daran, das könnte vielleicht daran liegen, dass ich schon seit längerem nicht mehr bei Pixelgun 3D drin war. Okay, das ist jetzt doch ziemlich laut. Oh, meine Baustation hat 2 Edelsteine gemacht. LOL! LOL, was ist das? Da hinten seht ihr diesen Tauschwagen? Warte mal. Der Händler ist angekommen. Der Van ist des riesigen Händlers eingetroffen, weil sich um die erste Waffen zu erhalten. LOL, Alter, wie geil ist das denn? Händler? Das kenne ich nur eigentlich von... Ah ja, aber die sind extrem teuer, ne? Alter, sind die auch gut? Ja, okay, die sind aber auch gut. Ach, komm. Ey, yo. Trennschalter. Alter, ist der geil, den hätte ich gerne. Bra. Okay, was gibt's hier? LOL, 200 um 1. Genug zum Bauen. LOL. Ich könnte mir jetzt theoretisch dieses mystische Scharfschützengewehr holen. Aber ist wohl doch ein bisschen zu teuer. Was gibt's hier? 105 Ekelsteine. Ja, okay. Ekelsteine. Ja, wahrscheinlich heißen die Ekelsteine. Yo. Aber Tauschwagen, naja, ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich was Krasseres erwartet. Also ich habe jetzt gedacht, yo, man könnte seine alte Waffen gegen neue tauschen. Ja, das wäre schon ziemlich geil gewesen. Ja, ich weiß, dass es in der Kampagne eine neue Welt gibt. Ich warte wirklich schon seit 3 Jahren darauf, dass die das reinbringen. Ich habe mich so dermaßen gefreut, das könnte ich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe. Ohne Scheiß. Deswegen wird wahrscheinlich auch kein, was ist das? Cookie-König. LOL. LOL, abonnieren und 25 Diamanten. Das werde ich ganz bestimmt nett machen. Aber, okay, vielleicht überlege ich es mir auch nochmal. Oh, ich habe einen Sex gewürfelt. Darf ich normalerweise nochmal würfeln? Okay, ja, ja. So, da würfeln nochmal. Ja, stopp. Oh, 15 Edelsteine. Nice, Alter. Nice, 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 nice. Okay, was ist das nächste? Da haben sie sich wieder was einfallen lassen hier. 1, 2, 3, 4. So, zack. Aber das neue Update kriegt auf jeden Fall von mir schon mal mindestens 2 Daumen von mir hoch, weil ich habe nur 2 Daumen, lol. Naja, und halt von meinem Pro, weil der spielt das nämlich auch, der fährt da auch total drauf ab. Cookie Minigun, Alter, das ist zum Beispiel wieder so eine Waffe, wo ich sagen könnte, ey, die wäre interessant für mich. Lol, ich kriege einfach so viel VIP in letzter Zeit und ich spiele einfach nie. Aber ganz ehrlich, die Skins, die brauche ich eigentlich nie, ne? Sowas Unnötiges. LOL, als wenn man in Runde 4 einfach 100 Diamanten bekommt. Als wenn, gönn dir. Nur 30 Minuten VIP, wow, was bringt mir das nächste? Geil. LOL, da hat gerade einer 100 Diamanten gewonnen. Krasser Dude, ey. Was krieg ich jetzt für ein Ei? Ich hab da jetzt schon 3, ey. LOL. Die Glücksruhe werden wir jetzt erstmal ein bisschen intensiver spielen, weil ich gerade Diamanten bekommen habe. Und Diamanten sind Diamanten, glaube ich. LOL. Aber ich finde, dass wir den Truhen wechseln, finde ich eigentlich relativ unnötig. Ist zwar nicht so schlecht, aber es ist einfach unnötig, dass man die Truhen dann nach einer Zeit wieder wechselt. Das ist sowas, wo ich sagen könnte, es wäre mir eigentlich schnuppe, ob die das jetzt drin lassen oder nicht. 2 Stunden VIP, Junge! Ich habe da jetzt schon mindestens 5 Stunden VIP. Läuft! Oh ja, stimmt, die Preise erhöhen sich ja. Ja, jetzt komme ich automatisch in den Shop und das nervt mich einfach total.
Tauschwagen. Ach, es hätte besser gelaufen können. Oh, Kampfpass. Ja, den müsste ich eigentlich mal wieder aufstufen, ne? Nein, beende die Saison. Beende die Season und jetzt. Ah, gehen wir nicht in meinen Clan rein. Aber ihr könnt ja alle meinen Clan beitreten. Mache ich immer gern. Hallo. Meine Internetverbindung ist höchste Professionalität. Hör auf, das anzuzeigen. Das regt mich auf. Okay, wir spielen. Also, ich habe jetzt die ganze Welt. Virtuelle Welt. Oh. Okay, wir spielen jetzt aber. Lol. Wir spielen jetzt aber erstmal. Ich hoffe einfach, dass diese Welt nicht scheiße sind. Weil ich will einfach nicht davon enttäuscht werden. Was läuft jetzt gerade? Lol. Hä, mein WLAN. Guckt euch mal mein WLAN an, Alter. 5 Balken, was habt ihr? Das ist irgendwie gerade sowas von ätzend. Aber das ist ja egal. Okay, jetzt bin ich wieder drin. Lol. Lol. Okay, alles klar. Okay, jetzt kann ich auch. Wo der. Ja, okay. Was ist das wieder für eine Waffe? Ach, die ist eigentlich gar nicht mal schlecht, aber die ist auch gar nicht mal gut, ne? Ich hab jetzt irgendwie. Okay. Ja, okay. Meinetwegen. ...204 von den. Alter, gönn ich mir dann mal. Okay, da werden wir auf jeden Fall nochmal runter spielen. Also, ich denke mal, das würde ich aber anders machen. Wir spielen jetzt erstmal die komplette virtuelle Map. Die komplette virtuelle Welt. Virtuelle Welten. Ach, was weiß ich, wie das heißt. Spielen wir jetzt in diesem Video durch. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Und solange wir das nicht. Oh, da gibt es schon wieder einen Bonus. Alter, ich fahre wieder drauf ab, ne? Ich fahre. LOL! Als wenn die diese Map wieder reingebracht haben. Oh, ich liebe diese Map. Alter, wie lange war ich hier? Ein Tag, ein Monat, 3 Jahre? Achso, der weiß es gar nicht. Was zum Klicken? Aha. Okay, da öffnet sich vielleicht ein Fenster oder so. Ah, wusch. Okay, der wird aufgesaugt von einem Roboter, imaginärer Roboter. Hallo, kann ich auch mal weitermachen? Ah, ja, okay. Hallo? Bin ich wieder normal? Ja, bist du. Alter, cool, ich bin wieder normal. Mega Mario 05 ist wieder normal. Das war ja mal was Neues. Spieler, ich habe dir so viel zu sagen. Oh, cool. Eine Armada feindlicher Drohnen nähert sich. Dies ist ein schlechter Zeitpunkt. Vorbereitung für den Kampf. Spieler, wir brauchen deine Hilfe. Lol. Okay. Das heißt, ich bin jetzt quasi so neues Mitglied in einem Clan oder so. Das ist eine geile Idee. Das ist. Ey, das ist übelst. Das haben die. Ich finde das immer mächtig. Lol. Das sieht genauso aus wie diese Teile, diese Roboter, die da bei Star Wars laufen. Das haben die, glaube ich, auch aus der Map rausgenommen. Quasi rüberkopiert. Was bist du für einer? Okay, das ist auf jeden Fall. Lol! Lol, ich habe komplett andere Waffen. Ich habe komplett andere Waffe. Und es leckt. Und das ist nicht gut. Und ich habe einfach nur Scheißwaffen. Muss ich mal grob behaupten. Verstehe. Was bist du für einer? Okay. Du musst auf jeden Fall weg. Ganz klar, ganz klar. Okay, was bist du für einer? Kann ich dich auch kaputt machen? Nee. Du? Nee. Ich brauche hierfür kein WLAN. Das ist ein Offline-Mode. Ja. Weg mit dir. Hä? Wer beißt das an? Wer beißt das an? Hier, du da. Und hier da alle am besten mal weg. Oh, ja. Okay, ich glaube, das werde ich nicht gewinnen. Das werde ich definitiv nicht gewinnen. Ja, das. Hä, hey, lol. Wie soll man das mit den scheiß Waffen auch schaffen, ey? Ich kann ja nicht mal meine Waffen wechseln. Was soll das? Ich will meine eigenen Waffen haben. Scheißegal, ich spiele jetzt einfach Offline-Modus. Ich habe keinen Bock mehr, ne? Es regt mich so auf, dass diese Scheißverbindung jedes Mal abbricht. Das kotzt mich an, ne? Weil diese Kampagne, die ist eigentlich für einen Offline-Modus gedacht, aber. Egal.
Offline-Modus. Lol, der wird sogar angezeigt. Nice Sache. Okay. Übrigens, Arena könnt ihr ja mal bei mir auf Instagram vorbeischauen. Habe ich das gepostet oder in die Story gestellt? Ich glaube, ich habe das sogar nur in die Story gestellt. Das werde ich euch am Ende vom Video mal zeigen. Und das Video geht jetzt schon 10 Minuten. Ich habe einfach noch nichts gemacht, außer verloren, lol. Ja, okay, den Anfang, den kennen wir jetzt schon. Aber das ist ja jetzt egal. So. Das mit den eigenen Waffen nicht aussuchen, dass ich die eigenen Waffen nicht aussuchen kann, das finde ich schon wieder sowas von ätzend, ne? Es ist zwar nichts, wo ich sagen kann, ey, das ruiniert jetzt das ganze Spiel, aber es ist was, wo ich sagen kann, ey, das macht das Spiel noch viel schwieriger. Ach, oben ist auch so ein Teil? Oder wie? Ach man, was soll das denn? Okay. Hä, wie können die dauerhaft abhaken? Mann, hör doch mal auf! Hör doch mal auf! Oh, diese Pixel kann runter. Ja, nein! Hör doch mal auf! Hör auf! Greift am besten alle mich an! Es leckt, warum leckt es? Warum leckt das? Ich verstehe das nicht, okay, die Waffe, die mit der Waffe kann ich schon ganz gut spielen, okay. Okay. Warum werden die angegriffen? Warum werden die ganze Zeit angegriffen? Ich verstehe es nicht. Warum werden die ganze Zeit angegriffen? Hä? Es ergibt keinen Sinn! Es ergibt einfach so wenig Sinn, dass ich sagen kann, dieses Level ist unmöglich zu schaffen mit diesen Waffen. Ich habe mir heute was vorgenommen. Und zwar diese Scheiße zu packen. Also werde ich jetzt höchstwahrscheinlich das so machen, dass ich jetzt erstmal normal spiele. Also in einem normalen... Oh, warte mal. Vielleicht könnten wir ja auch... Na, jetzt bin ich gerade im Offline-Modus. Ah, Mann. Es geht jetzt gerade nicht. Ah, das ist zum Kotzen. Und ich habe es auch noch auf einfach gestellt. Leck mich doch am Arsch, Alter. Ah, das ist... Vor allen Dingen, es ist ein Logikwürfel. Konnte ich schon jemals irgendwas Logisches? Nein, auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht. Also, ich werde jetzt einen kurzen Cut machen. Und ich werde das jetzt vielleicht so lange spielen, bis ich daran sterbe oder meine Augen so quadratisch rechteckig sind, dass sie schon wieder rund sind. Ich will dieses Level jetzt packen und werde einschalten, sobald ich es geschafft habe. Ja, okay. Ja, alles gut. Lol, meine Haare fühlen sich gerade voll korrekt an. Aber ich werde die sehen mal wieder richtig scheiße aus, aber egal. Zum Glück habe ich ja keine Facecam. Können zwar mit Facecam machen, aber nein, lieber nicht. Weil das ist sehr unangenehm für mich, aber das ist ja egal. Okay, was war das gerade für ein Würfel, der im Spiel runtergefallen ist? Okay, es lädt auf jeden Fall sehr lange. Das ist... Neue Welten verfügbar. Ach nee, ich habe die Welt aber jetzt schon zweimal gespielt, ne? Ach ja, ich wollte euch das noch mit der Arena zeigen. Wenn es jetzt mal nicht lecken würde, dann könnte ich euch das vielleicht mal zeigen. Zum Glück leckt meine Stimme ja auch nicht, aber das ist ja... Hallo? Okay, der Offline-Modus leckt. Das ist Logik! Okay... So, das ist mein momentaner Highscore. Ich bin Erster von 100 und ihr wisst, früher war ich 70 oder so, aber ich habe mal einen Tag richtig mich angestrengt und die sind ja schon von meinen Freunden. Bin ich, ja, ich habe nicht viele Freunde, sieht man ja. Bin ich auch ziemlich gut.
Tja, ja. Also, falls ihr meinen Namen da mal stehen sehen solltet, macht bitte mal einen Screenshot und schickt es mir zu. Das würde mich mal interessieren, ob das bei euch da auch so steht. Das würde mich mal echt interessieren. Okay, wir gehen jetzt mal auf die Waffenkammer. Da möchte ich mal kurz was schauen, ob es da auch die Waffen gibt, die ich gerade in dem Spiel da hatte. Ob ich die aufbekommen habe oder wie, wo, was oder ob ich jetzt gar keine Waffen mehr habe oder was weiß ich was. Es gab nämlich mal auch eine Version, da wurdest du auf einmal zurückgesetzt und das ganze Spiel konntest du wieder von neu starten. Ich weiß nicht warum, aber egal. Auf jeden Fall war das dann ziemlich ätzend für mich, weil dann habe ich 50 € verloren, aber das ist ja egal. Ja, okay. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Power die Waffen da in dem Spiel hatten. Junge, das kotzt mich so gerade an. Es kotzt mich einfach nur so gerade an, dass ich dieses Level nicht schaffe. Aber ich seht ja, für mein Level, für meine Liga habe ich so gute Waffen. Also, so gute Waffen hat, glaube ich, keiner in der Liga. Aber ich spiele halt nicht so oft und das Ziel, was ich momentan habe, ist in die, ach Mann, jetzt hör auf, ist in diese Amateurelle-Liga oder so zu kommen. Wir werden jetzt aber mal wieder Online-Modus betreten, falls sich das irgendwie geht. Online spielen, ja. Und wir sind, man muss ja erst zur Diamantenliga und dann kommt man dahin. Ja, das Blöde ist halt nur, ich habe das in letzter Zeit nicht oft gespielt, weil ich einfach nur die ganze Zeit Dealers Live gesuchtet habe. Aber jetzt habe ich irgendwie den Spaß am Spiel verloren und ja, wer, ach, halt doch die Fresse. Und wer das bei meinem Instagram-Post schon gesehen hat, ich habe da die letzten Beiträge so reingestellt, wo ich dann 30 Millionen so fast hatte. Aber da hätte ich mir die Vollversion für kaufen müssen, wenn ich Großmeister werden wollte. Aber das hätte sich dann für mich nicht gelohnt. Auch wenn es nur 3 € gewesen wären. Aber es hätte sich einfach nicht gelohnt, weil ich hätte mir schon das beste Apartment kaufen können und die ganzen Sachen da hochpushen können. Das hätte sich einfach für mich nicht mehr gelohnt. Und deswegen habe ich jetzt dieses Projekt kurzzeitig beendet. aber tut mir auch leid für alle, denen es gefallen hat, aber das ist halt nun mal so. Das ist, ich kann das jetzt blöd vergleichen, da werde ich wieder irgendwie doof angesprochen. Lol, ich sehe jetzt gerade erst, seht ihr das in dem Tauschwagen da hinten? Da steht ein grüner Mann drin. Lol, das sieht ja mal nice aus. Mal schauen, ob wir online spielen können. Irgendwas will ich heute noch schaffen, was geil ist. Sniper-Wettbewerb. Und das ist mal wieder so eine Sache, wo ich sage, gewinne 5 Reaktion, Schuss. Ja, in Reaktion bin ich gut, aber nicht, wenn das Spiel liegt. Ja. Prügelei, Prügelei. Süßigkeitenland. Oh, yeah. Ist diese Map auch wieder drin, ne? Die es da auch gibt? Nee, komischerweise nicht. Okay, wir werden jetzt die neue Map Süßigkeitenland spielen. Und ja. Mal schauen, wie die Map so ist. Okay. Ich denke mal, die wird genauso ähnlich aufgebaut sein, wie ich mich das gerade vorstelle. Es gibt einen Mittelpunkt und dann gibt es mal an den Ecken so bestimmte Teile, wo man sich halt verstecken kann. Würde ich mal so behaupten. Ich glaube nicht, dass da so eine Mondgravity drin ist. Würde ich nicht denken oder nicht erwarten. Weil ich meine, in einem Süßigkeitenland, da kannst du alles essen. Und da besteht alles nur aus Süßem. Also warum sollte da eine Moon Gravity drin sein? Das heißt so Mondgravitation. Okay, es ist. Ich könnte kotzen. Ich könnte wirklich kotzen, ne? Ich könnte kotzen. Es ist einfach so ätzend. Ich habe hier eine fucking 100K-Verbindung. Das ist gut. Ihr könnt nicht sagen, dass eine 100K-Verbindung schlecht ist. Und dann bricht dieses Spiel ab. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nach Köln ziehen soll, damit ich 500K-Verbindung bekomme, dass ich dieses Spiel einigermaßen flüssig hingespielt bekomme. Das
Selbst Fortnite kann ich hier flüssig spielen. Hallo? Ich meine, vielleicht leckt das einmal in einer Runde kurz. Aber mehr auch nett. Okay, ich werde jetzt dieses Video beenden. Es regt mich so auf, ne? Ich habe einfach keinen Bock mehr. Und, ja, ciao, bis zum nächsten Video.